Und dann geht's mal gleich los, ne? Moin, moin und willkommen zurück hier beim Konservar gegen By For Honor Kapitel 2.6, der große Raubzug. So, und hier muss ich mir mal ein bisschen was einstellen. Und zwar einmal. Regenerationsstufe 1. Und Präzisionsschläge Stufe 2. Das lasse ich mal. Ne? Alle Angriffe richten 10% mehr Schaden an und ich regeneriere Gesundheit, wenn ich nicht im Kampf bin. Ja, das machen wir auch wieder im Koop. Ja, sagen wir Winke, Winke zu Uhu. Hallöchen! Und zusammen sind wir stark und machen die Bande platt hier. Genau. Schauen wir mal. Die Map, die kenne ich da. Das ist doch hier die Zugbrücke. Ist das richtig? Nee. Jedenfalls spiele ich die eigentlich im Herrschaftsmodus recht gerne. Rechts oben ist Punkt A. Den einen Punkt A und wir sind von der Kamera aus hier auf Punkt B. Cool. So, Karte wird geladen. Das wäre jetzt aber dann auch langsam mal soweit. Wir kämpften 3 volle Tage auf dieser Brücke. Hinter der Brücke lag eine ganze Stadt voller Beute. Und wenn wir hier scheiterten, würden wir mit leeren Händen zurückkehren. Zeit für einen weiteren Anlauf. Ja, na denn. Fröhliches Schlachten. So, jetzt frage ich mich, wo steckst du denn eigentlich überhaupt? Ich umlaufe die ganze Geschichte. Greifst von hinten an. Jawohl. So, der ist alle. Ich pump mal hier ein bisschen meine Ausdauer auf. So, da hinten ist ein Fetter. So, da hau ich mal kurz ab. Ah, den kriegt er weggetragen. Nicht schlecht. Warum habe ich das eben nicht geschafft? Oh! Glückstreffer. Glückstreffer haut er raus. Der hat mich umgehauen. Meine Fresse. Dankeschön. Kriegt man doch relativ schnell Blatt hier. Oh, ist ein Haufen Minions sind dabei, hä? Naja, eigentlich relativ gut zu leveln, da kann man eigentlich nicht sagen, ne? Oh, Bogenschützen. Aber ich suche nach wie vor immer noch hier an diesem Punkt das 5. und letzte zerstörbare Objekt. Ich hab's hier in diesem Map nicht gefunden. Mir fehlt noch ein zerstörbares Objekt. Oh, schon wieder eine Trophäe erhalten. So, den nächsten runterwerfen. So, einen habe ich noch hier. So, weg ist er.
Was sollte es eigentlich gewesen sein? Von wegen. Oh nein! Ah, komm hoch auf Punkt A. Da hat mich einer platt gemacht gerade. Ich sehe es. Ich komme. Ich muss den Fallen kurz noch ausweichen. Ich habe gedacht, ich habe den Punkt fertig. Da kam die Ratte noch von hinten und hat mich umgenietet. Er kommt da schon wieder. Mit erobert. Ich habe auch mein sechstes und letztes Objekt gefunden zum Erobern. Also zu stören. Ja, schon wieder so ein Fetter. Lass dich mal ein bisschen kommen, den werfe ich hier runter. Oh, von wegen. Los geht's. Los geht's. Den darfst du werfen. Ja, jetzt ist der, kommt hier nicht mehr zum Werfen. Oh, ich habe hier einen Mugushi. Jetzt werfe ich ihn. So, weg mit dir, Pappnase. Der kommt nicht mehr wieder. Ich komme rein. Ich glaube aber, ich bin mir nicht ganz sicher, wir sind etwas zu schnell. Die Stadt ist unser! Warum? Wir müssen einmal zurück und diesen Punkt erobern. Zumindest mit unseren Streitkräften. Ja, weil wir oben lang gegangen sind. Ja, dass wir die ganzen Minions hier noch wegmachen. Jetzt. Jetzt. Das ist kein Tor. Das ist ein Türchen. Das ist ein Türchen. Recht nette Erfindungen hatten die früher schon, ne? Keine schlechte Idee. Er kann schaffen. Die hacken trotzdem weiter. Die Gunst des Allvaters ist unbeständig. Beeindrucke ihn mit deinem Heldenmut. Dann wird er dir den Sieg gewähren. Doch wenn Heldenmut in Leichtsinn umschlägt, dann liefert er dich deinen Feinden aus. So, der Kollege ist schon ein bisschen besser drauf da. Mhm. Na, dann auf Valhalla in diesem Sinne. So, erstmal hier mal durch die Minions hacken. Oh! Von wegen, vier haben wir hier. Oh!
Du schickst deine Marionetten vor! Oh, der hat mich beim Exekutieren gestört. Das war ich, glaube ich. So, da waren es nur noch zwei. Auch mal zurückziehen. Ja, oder? Ja, ich muss mich mal kurz zurückziehen. Lädt das auch wieder auf. Ich stelle mich dir! Dauert einen Moment. Schade, dass ich deine Anzeige nicht sehen kann. Ich bin jetzt bei 3. Doch, wenn ich dich angucke, kann ich deine sehen. Ja, doch. Ich, genau. Wenn du direkt vor mir bist. So, das müssen wir noch einen Moment warten hier. Oh, das dauert ja Ewigkeiten. Wie lange soll ich denn da warten? Komm hier. An und rein. Einer weniger. Und den letzten haben wir uns auch noch. So. Nicht mit uns. Noch ein paar Minions. Hast du die? Sehr gut. Da steht der nächste. Ja, dann mal rein da. Ich guck, dass ich den ein bisschen umlaufe. Du bist ein Plünderer. Legendär. Oh, ich konnte ihn gerade nicht zur Seite schubsen. Ja, ich mach das. Ich hab ihn bekommen. Du bist ein Plünderer. Legendär. Deine Schatten waren schwach! Du bist ein Plünderer, wie diese, ne? Legendär! Das wollte ich gerade von der anderen Seite machen. Du bist ein Plünderer! Legendär! Das war eben einmal daneben. Legendär. Dreimal mal in die Ecke. Du bist ein Plünderer. Nein, legendär. Und erreicht. So, hast du ihn erlegt gerade? Das ging ja rasch. Wie bitte? Hast du ihn gerade erlegt? Nein, Checkpoint erreicht. Jetzt kommt, glaube ich, die zweite Runde nochmal dran. Hat er weggezaubert, die Ratte. Ich komme. Oben Bogenschützen. Da oben steht er. Jawohl. Ich probiere es mal auch von der anderen Seite dann aus, wenn du von dort gehst. Ich muss dich bezwingen. Wow. Ich
muss dich bezwingen. Ich muss dich bezwingen. Ich muss mal kurz ein Stück zurückbleiben. Ja. Um mich aufheilen. Also halte nur durch. Wenn der mir noch eine gibt, bin ich am Ende. Ich muss dich bezwingen, aber auch. Ein Volk verdient zu leben. Oh, in den Rücken hat er mir die Ratte. Ich probiere dich zu holen, ich kann aber nichts versprechen. Oh! Pass auf, dass du nicht von... Das wäre jetzt fast... Das wäre beinahe in die Hose gegangen. Du hast noch 11 Sekunden. 10, 9. Und das war's. Okay. Na gut. Aber jetzt. Einer von links, einer von rechts und dann hackt man die Rübe ein. Ja. Na, schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Runde 1 versagt. Runde 2 muss besser werden. So, da oben steht er wieder. Ich gehe links. Oh. Rechts lang. Das andere links, meine ich. So, ich brauche mal eine kurze Pause. Ich bin schon wieder ganz schön am Ende hier, was das angeht. Jetzt. Jetzt. Tätowierungen, was er hat, sind natürlich wunderbar. Die gefallen mir sehr gut. Da liegt er im Dreck. Ja. Valhalla hat gesiegt. Siehe da, ein alter Bekannter. So ist es. Das Tor ist auf. Es war vollbracht. Hinter diesem Tor lagen Beute, Ruhm und Reichtum. Der große Raubzug des Kriegsblut-Clans wurde zu einer Legende. Vor 5 Jahren. Mhm. Wenn die Kommandeure der Eisernen Legion davon erfahren. Nun können wir frei sprechen. Gut, das macht es leichter. Wir alle sind eure treuen Diener, Herren. Also, wie lautet der wahre Plan? Krieg. Der natürliche Zustand unserer Spezies. Aber diese Monster fliehen davor.
Feiglinge. Wir müssen für sie tapfer sein. Wir können kaum hoffen, überall Krieg zu entfachen. Oh doch. Wenn wir unsere Feinde dafür gewinnen können. Und noch eine Trophäe erhalten. Sehr schön. Glückwunsch. Gratulation. So, Missionsbelohnungen gibt's. Her damit. Ja, nix. Ein bisschen. Ein paar Farben. Und ein Helmchen. Sehr schön. Okay, das war Kapitel 2.6 der Wikinger. In der nächsten Folge geht's weiter mit den Samurai. Da gucken wir uns gleich jetzt noch das Gerede an. Den Beginn zu den Samurai. Die Stadt stand offen. Es gab nur einen Krieger unter den Samurai, der die Katastrophe hätte verhindern können. Ein einzelner Orochi. Seit Jahren in eine Zelle eingesperrt. Diese Gefangenschaft stand kurz vor ihrem Ende. Und dazu kommen wir dann zu Kapitel 3. Das aber erst in der nächsten Folge. An der Stelle sage ich Dankeschön fürs Reinklicken. Klickt in der nächsten Folge wieder mit rein, dann geht's mit den Samurai weiter. Bis dahin, tschüss, euer Olli.